Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Arma 3. Mich sieht man hier schon als Leiche rumliegen, aber wer nicht als Leiche rumliegt, ist derweil der Hase. Hi. Der Reaper. Das Nash hat sich auch nicht um tot ist. Bonnie Hütchen war. Flori war tot, aber es war am Leben. Und gemutet. Schön. Ja, schreib gerade eben was. Ja, Nabu ist auch tot, die liegt irgendwie neben mir rum. Hallöchen. Und der Raid, was der Raid macht, weiß ich nicht, aber er lebt. Ich lebe auch noch und ich versuche irgendwie die Gegend auszuspotten, aber ich sehe sie partout nicht. Nee, die haben sich wieder verkrümmert, die sind jetzt Richtung großen Masten sind die gelaufen. Sie sind an uns vorbeigefahren. Richtung große Masten, ich bin bei den da hinten bei Hauptstraße. Ja, bei den großen Masten. Okay, hat Unfall gebaut, der hat Unfall gebaut. Hat Unfall gebaut? Ja. Hey, wie ist das noch mit der New Life-Regeln? 15 Minuten nachdem man gestorben ist oder nachdem man gerespawnt ist? Nachdem man gestorben ist, glaube ich. Was steht denn da hinten? Bei mir steht da hinten ein Hummingbird vom Doktor. Der ist gelandet zum Wiederbeleben. Eigentlich. Die kommt zu uns, die kommt zu uns. War weg, war weg. Okay. Wo seid ihr? Nee, die fahren jetzt einfach weg. Die haben euch auch einfach gekillt. Ja. Theoretisch. Ja. Ja, tschüss. Oh ey, erstmal ein Snickers. Ich bin tot. Oder bist du schon neu gespawnt? Ich hab gerade auf Respawn gedrückt. Spawnen wir in der Rebellenhauptstadt und rüsten uns doch mal aus. Jo. Rebellenhauptstadt? Ja. Also ich bleib weiterhin hier und versuch das, die Gegend im Haus zu spotten. Ich bin jetzt im Haus. Ja, mach das Raid. Und ich versuche auch, dann sieht man hier mich und Nao meinen Shoppen. Ist doch auch schön, oder? Ja, persönlich. Was gibt's Schöneres, als Leute beim Shoppen zu beobachten? Ja, Leute beim Sterben zu beobachten, wenn ich erschossen hab. Ja, ist aber jetzt auch toll, Nabo, ne? Wir haben gerade eine frische Waffe gekauft in der Folge davor, ne? Ja. Na gut, kann man jetzt nichts machen. Also ich bin der Meinung, ich habe den einen getroffen, aber der hat sich sofort auf den Boden geschmissen, als er einen Schuss gehört hat. Aber ich finde, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Also zumindest ich nicht. Also aber eure Waffe und so habt ihr doch noch, oder? Nein, alles geklaut. Nein, die Waffe ist immer weg, wenn man. Wenn du wiederbelebt wirst, ist sie wieder weg. Damit ihr den Medic nicht erschießen könnt, wahrscheinlich. So, jetzt bin ich erstmal weg von dem. Okay. Alter, was hat denn meiner jetzt für Probleme? Der atmet hier die ganze Zeit schwer, ohne dass ich groß gelaufen bin. Boah, hör mal, der Dr. Toto hatte aber gerade Glück. Außerdem ist mein Auto weg. Ach, da ist es ja. Oder ist Dr. Toto, ist das ein normaler Spieler? Nee, Sunny, glaube ich. Ihr sagt, ihr hattet einen Unfall? Ja. Dr. Toto ist ein Sunny. Ja, ist ein Sunny, okay. Weil den hab ich gerade im Fadenkreuz. Hey Leute, ist da ein Sunny jetzt unten bei... Der befindet sich ungefähr der an der, ja so, keine Ahnung, 300, 400 Meter von eurer letzten Position entfernt war er gerade. Scheiße. Ich hab Request Medic gedrückt, wir sind bekloppt, Mann, geil. Jetzt ist er wieder weg, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Na, ist klar. Naja, mach jetzt war doch noch da drüben, okay. Ich starte jetzt mit meinem Auto und fahr weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mich alleine halten soll. Hm? Okay. Auf Position bleiben und nicht entdeckt werden. Ja, aber die haben sich irgendwie einfach verkrümmelt. Die wissen, dass zwei Scharfschützen auf Position sind. Die werden höchstwahrscheinlich bei uns auftauchen, also halt die Ohren auf. Ja. Ich will nur mein Auto ein bisschen verstecken. Sind noch ein paar Leute noch vor Ort, oder wie? Ray, hast du nicht? Ja, ich meine jetzt von den anderen. Vermutlich. Die sind mit dem Auto da. Die waren vorhin liegen geblieben. Wollen wir mal gucken, ob die noch da sind, Flori? Ja, ihr habt eh nichts zu verlieren. Ja, eben. Ich habe höchstens noch meine Muni zu verlieren, die ich ja eh nicht brauche. Da hinten steht auf jeden Fall Cyberbot und Navokas Auto. Ich kann natürlich ich vergesse immer wieder, der Schalldämpfer, den brauche ich 7,62, ne? Aber Cyberbot, du hast diesmal nicht vergessen, abzuschließen, oder? Ich habe abgeschlossen. Sehr gut. Das habe ich diesmal nicht vergessen. Na, wo ich. Du weißt es auch, dass ich abgeschlossen habe, ne? Ich glaube, ja. Ja, sie glaubt halt. Aber.
Ich habe gerade den Jack O'Kelly gerade eben angeschrieben, der uns erschossen hat. Und zwar, ich habe ihn gefragt, warum hat er uns einfach erschossen? Weil wir Krieg da hatten. Sorry, wenn wir euch mit reingezogen haben, aber war ein Risiko für uns. Tja, jetzt haben sie ihren Krieg zu unserem Krieg gemacht. Ja, jetzt haben sie mit uns Probleme mehr. Schreib mir einfach, sie haben kein RPG gemacht und das ist mein Meldentod. Fertig. Ja. Ich hab den schon gemeldet, also den Abnetz habe ich schon gemeldet. Gut. Okay. Ach ja, ich habe meine Zugwahl, die muss ich mir noch holen. Wo habe ich jetzt denn Jack O'Kelly nochmal? Man könnte quasi auch noch dabei bei der Meldung dabei schreiben, rassistische Äußerungen, auch wenn es im RP war. Ich höre ein Auto. Kein Sicht? Nee, wenn auch ein Auto bei uns kommt, dann sagt, sorry. Ist so ein roter Geländewagen. Also wenn ihr einen Geländewagen... Das war jetzt keine Absicht. Reaper, das wäre vielleicht auch noch wertvoll. Also roter Geländewagen fahren die. Ich wollte gerade auf meine Zubre wechseln und habe irgendwie versehentlich Längsklick gedrückt. Kann ich dem jetzt nicht mit Absicht teilen? Navo sagt deinen Typen bitte, er soll es aufhalten, weil das ist so ein nerviger mit dem Hey, rally up! Das ist durchaus praktisch, wenn sie mitten im Kampf getümmelt ist. Somit haben wir eine bessere Positionsangabe. Also ich sehe dich jetzt auf den Stein oben, jetzt hast du dich hingelegt. Ja. Ist aber auch ein unguter Spot gewesen, Cyberbot. Da war er schon fast selber schuld. Ja, sorry, dass in der Umgebung Richtung Straße gucken nicht sehr viele andere Sachen da waren, wo man sich verstecken konnte. Ich dachte, der Berg wäre nicht mehr so schlecht, weil normal ist da ein Haus oben. Das war auch vor ein paar Tagen immer noch da, jetzt sind wir nicht mehr da. Auch immer. Der rote Geländewagen, der war offen. Mein Wagen. Ja, wie geil! Die ganzen Cops sind weg! Lori, lass uns Zentralbank fahren! Ich dachte mir, dass gerade auch irgendwie so Zentralbank hinfahren und die Rebellen, die dann den Überfall machen, abknallen. Ja, das wäre ja mal was. Hey, Cops, ihr braucht Hilfe? Alles klar! Dann würde ich aber hier den roten Geländewagen reparieren und den nehmen. Aber danach kommt der Leute, geben uns Geld! Jetzt ist hier auch keiner mehr gerade. Müsst du so hingehen, so. Sie wollen Leute töten? Wir wollen Spaß haben, wir können ja irgendwie verhandeln. Leute, wenn wir hinwollen und was machen wollen, müssen wir jetzt handeln, wollen wir? Ja, los, komm! Kann sein, aber dass dieser Jack O'Kelly vielleicht rausgegangen ist. Find ihn nicht mehr. Cyber, soll ich mir mal ein Auto holen? Kommt drauf an, Leute, wo treffen wir uns dann wieder, falls ihr da unten nicht wieder nicht. Bei der Maut zur Zentralbank. Rüber, wie sieht's bei dir aus, wo wir hin? Können wir gerne machen, nur ich weiß gerade nicht, wie ich das deaktivieren kann, dass ich nur gehe. C. Was? Oder rechte Maustaste oder zweimal Steuerung. Ach, da ist mein Geländewagen, sehr schön. Ja, dann ist er unser kleiner. Ich kann gerade nur mit Shift laufen. Ist ja unser kleiner persönlicher Krieg hier schnell vorbei gewesen. Hast du C probiert? Jemand bricht die Zentralbank ein. Ja, ich habe alles probiert. Die funktioniert aber nur ganz kurz rechte Maustaste, nur ganz kurz antippen. Ja. Aber Leute, von wem war denn der rote Geländewagen da oben auf dem Berg? Von den, die uns getötet haben. Ja, weil die haben den offen gelassen, ne? Ja, geil. Da steht mein Wagen noch dort überhaupt? Ja, der steht da noch. Okay. Deren war offen. Der ist zwar kaputt, aber offen. Nee. Ja, dann hab ich geschossen. Leider bringt das kein Geld ein. Ja, zur Zentralbank geht es. Wollen wir das Auto vielleicht klauen? Ja, bringt uns halt das. Lass uns zur Zentralbank fahren, gucken. Dann lass uns an der Maut, obwohl Maut ist blöd, lass uns den Telos treffen. Lass uns den Telos treffen, Leute. Ich kann gerade nichts drücken. Ah ja. Ich hatte dir übrigens Schlüssel gegeben, ne? Ja. Die Maut darf die Polizei sein. Ist jetzt hinten. So, Zentralbank. Sorry, andersrum.
Ja, sorry, ich brauche. Einmal wenn denn. Ja, das ist deiner. Einfach nur hättest du gerade ausfahren müssen. Hallo! Ja? Ich hab dein Auto da. Du fährst jetzt Richtung Telos und dann in Telos irgendwie ein bisschen auf den Berg rauf. Fährst du? Ich dachte eigentlich so in die Nähe von der Zentralbank zu fahren und irgendwo außen vor zu positionieren. Ja, aber wir dürfen nicht aber oh Scheiße! In dem Fall dann direkt Moment, ich steig aus. Leute, ja, ich habe auch einen Reparaturtick. Okay, weil ich fahre. In dem Fall dürfen wir nicht einfach schießen, oder? Eigentlich nicht. Also müssen wir hin und die Bullen fragen, ob sie Hilfe brauchen. Der Kies vor Eckelände waren. Wenn du den Bullen sagst, ob sie fragst, oh, ob die Hilfe brauchen, werden die Nein sagen. Halt mal hier. Also einmal mit einem. Du musst einfach nur die Bullen quasi anschreiben und denen sagen, hier, keine Ahnung, 6 oder 7 Leute, wie viel sind wir gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sag, die Gruppe GSILP hilft. Ja, oder sowas. Telefon. Befreundete Sniper sind auf Position oder so. Wen schreibe ich denn mal an? Musst du gucken, den höchsten Kopf, der anwesend ist. Der hat das davor stehen. Ich suche jetzt mal kurz immer noch die Straße. Wer hat denn hier rum? Pass auf, dass du nicht stirbst, nee. Ja. Das sind 3 Leute, die sich anscheinend hilft. Niederschlagen. Oh, das hätten sie uns auch mal sagen. Ich schreibe jetzt einfach mal Dexter Reed an, weil ich den Namen Dexter mag. Kannst du doch schreiben. Ja, klar. Einer ist schon vor Ort. Hey, Nabo, kannst du kurz auf die Map gucken, bitte? Ja, pass auf, dass du nicht drauf gehst, nee. Und dann, man, hier stehen überall Helikopter rum, auch geil. Und mir dann sagen, jetzt dann, wo ich jetzt dann hinfahre auf die Hauptstraße, wo ich abbiegen muss, links oder rechts? Jetzt gleich rechts. Okay, was? Das ich ist glaub, schön, dann fahre ich jetzt nach rechts. Und so, dann muss ich nur auf der Straße fahren. Ich glaube, wir fahren aber gerade falsch, kann das sein? Also ich bin jetzt im Telos. Moment, ich gucke. Ja, ich bekomme jetzt auch noch Telos. Ja, du fährst Richtung hoch, Snay ist schon nach links fahren. Ja, ich fahre jetzt an der Mauer entlang, ist das richtig? Leute, Kevin hat mich geschrieben, was machst du weg von der Startbank, sonst stirbst du noch. Kevin ist wer? Ja, sagt einfach nur, er heißt einfach nur Kevin. Ja, und das sein, ist wer, ein Bulle oder was? Mag sein, ich habe keinen Kevin als Bullen gefunden. Mag sein, dass ein Rebelle ist. Nee, komm, beeil dich. Also es gibt einen Bullen, der Kevin heißt, dem habe ich schon mal geschrieben. Okay. Nee, beeil dich. Sind diese Kuppeln nicht zentral? Guck mal in die Playliste. Guck mal in die Playliste. Auf der Map. Und wisst ihr, wer ist. Bila... Nein, Kevin ist ein normaler Zivilist. Also uninteressant. Also auf jeden Fall sehr starker Widerstand, Reaper. Ich werde aufpassen. Sagen die Cops oder was? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Bisher hat der Dexter mich noch nicht zurückgeschrieben. Boah. Komm, gib schon Gas! Ich glaube, das hilft nicht so viel, wenn du im Sidechat. Ja, wenn musst du mit denen sprechen. Genau, LKW-Händler. Nee. Ich hole die Karte raus, danke. Oh, ich hör Schüsse. Komm, beeil dich, Snay. Genau da zum Helfen. Wo genau fahren wir jetzt hin? Nach Telos. Telos, okay. Wo hab ich denn jetzt meine Markierung gesetzt? Da ist meine Markierung. 1,2 Kilometer circa. Ja, zur Zentralbank. Ich hab Telos erstmal markiert. Achso, okay. Erstmal wieder hier aus dem Gewirr raus. What? Wähle ein Item aus. Ja, und das war Blitzer. 111. Nochmal. Okay. Alles klar. Kevin, wo ist der? Ziemlich weit oben. Leute, die wollen das wieder ziehen, aber ich hab grad. Oh, wir sind jetzt in Pyrgos. Oh Gott, ich hab 17 AP, ich meine 17 FPS, was ist denn das? Ich kann mich nicht bewegen. Wie lange läuft die Aufnahme mittlerweile? Kann ich gerade nicht gucken, ich bin am Autofahren. Okay. Ich hab da so eine Befürchtung. Dass wir Überlänge haben. Nee, gut, an dieser Stelle beende ich 5 Minuten. An dieser Stelle beende ich meine Aufnahme schon mal. Ich steig dann bei nichts mit ein. Tschüss. Wir fahren gerade falschhalber. Oh, nee, FPS sind. Okay, FPS sind im Arsch. Bis dann. Obwohl, da fährst du doch. Der Kevin ist ein Zivilist. Okay. Die wollen Roleplay machen. Ich weiß, wo ich lang muss. Wir sollen uns bitte fernhalten. Die wollen das ohne Schüsse regeln. Die brauchen unsere Hilfe nicht.
Also Snail, steig ein, ich muss gleich... Wer wartet mal kurz auf uns in Telos, wir kommen da jetzt gerade hin. Na, aber die sind ja gerade auf dem Weg zu euch, da drüben. Gut, allerdings hat das einer der Rebellen zu uns gesagt. Deswegen. Der Raid hat die Cops angeschrieben und mal gucken, was die sagen. Bisher noch gar nichts. Ach, da unten ist die Bank. Klar, mitten auf dem Schlachtfeld. Mhm. Ja, 500 was? Meter noch. Ja, ja, wir drehen mal ein bisschen ab und stellen uns unter die Bäumchen hier. Ja, ihr seid direkt voraus, Reaper. Quietsch, so. Hier ist schöner. Ach, wir waren nur direkt auf der, vor der Zentralbank, so mehr oder weniger, und so voll auf freier Sicht. Ah, ich stecke kurz aus. Maybe not the best. Ich habe gar nicht gemerkt, als ich noch gemutet war. Hey! Ja, irgendwo ein Blitzer, das weiß ich. Seid ihr jetzt noch, wo seid ihr jetzt alle genau? In Telos irgendwo. Okay, okay, ich verstehe, ja, ist lecker. Also ich sehe auf jeden Fall Reaper. Ich habe keinen Plan, wieso es bei mir jetzt geleckt hat. Hallo, rund um Telos. Ich habe damit gerechnet, dass meine Platte voll ist, ist sie aber nicht. Ja, Raid, schön, wir sind noch, ich bin noch in der Aufnahme übrigens, ne? Snake, willst du das Steuer übernehmen? Ich muss ganz kurz was helfen. Ja. 3 Kilometer noch. Sorry. Naja, jetzt 2 Kilometer. Ja, ich, ungefähr. Nein, Blitzer! Nein! Von hier hat man nur schlechte Sicht. Das ist abrissen, das ist einmal weggerissen, ja. Das ist für'n Arsch. Das ist ab und zu einfach mal dabei. Was steht denn, was steht denn bei dem Polizeichef, was steht denn davor beim Namen? Eigentlich steht's nur in-game davor. Okay, also weiß ich nicht, wer der Polizeichef ist. Leider nicht. Im Normalfall würde ich sagen, schreibt Beiflo an, aber der ist leider nicht da. Hier ist nur ein Polizeidirektor. Ich glaube, Affe mit Waffe ist Polizeichef. So irgendwie ziemlich Wurst hier, Affe mit Waffe, das weiß ich, aber der ist jetzt sicher auch nicht online. Okay, einer von NT wurde getasert. Deswegen antwortet Dexter auch nicht, weil er gerade im Einsatz ist da unten. Ich höre einen Hubschrauber. Erklärt einiges. Jeder fährt an Hammett vorbei. Bei uns. Ach, wir sind gerade beim Zementhändler. Ein Hummingbird. Ja, da, oder fliegt da ran? Nein, nicht auch ein Blitzer! Ah, fuck! Wir nähern uns mein von Geld unten, geht das nicht. Ist langsam ziemlich nah dran. Mein Geld wird nicht durch Töten, durch Überfälle oder so verloren gehen. Nein, einfach weil ich so oft geblitzt werde. Wann? Ich habe 2 Millionen, weil wir das geschafft. Ja, ich wurde geblitzt. Hase, ich habe mal so ungefähr unsere Position vom Auto markiert. Gut, gut, gut. Ist aber nicht hundertprozentig, das ist so ungefähr die Richtung. Ach geil, wir fahren da direkt an der Zentralbank vorbei, ach geil. Ja, wir fahren da direkt drauf zu, 400 Meter Entfernung. Yay. Ja, scheiß drauf, da fahre ich jetzt einfach vorbei, Mann. Ich sehe euch dahinter, nicht, ihr seid dahinter. Die können mich nicht die Straße da jetzt nicht langfahren lassen. Wenn ich da langfahren muss, dann kann ich da nicht anders rum jetzt. Gut, die Schranke, vordere Schranke an Hauptstraße ist offen. Oh Gott, da steht einer. Oh Gott, wir sehen die Typen, die Bank überfallen. Wir haben die Typen gesehen, die Bank überfallen gerade. Wenn wir da sind. Wisst ihr, was lustig wäre? Dass der zweite Gang dazu kommt, die es auch überfallen will. Ja. Naja, einfach erst direkt nach den Cops wieder. Ja. Die Cops fahren raus, die nächste geht rein. Hey! Banküberfall. Dürfen sie eigentlich nicht. Ich glaube, da gibt es eine alte Regel irgendwo für, dass man die nicht direkt danach nochmal überfallen darf. Kann man, glaube ich, auch gar nicht. Geht nicht. Ja, laut meinem Timer, Zeit ab. Wow, ein perfektes Timing, wir sind hier. Angekommen. Ach, da muss eigentlich nur noch der angequatscht hat, tschüss sagen. Ach ja, war ja ich. Ja, das war's mit der Folge. Viel Spaß mit euch, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zusehen und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.